Heute sind sie gestartet, die Koalitionsverhandlungen in Berlin. Und bisher sieht es nicht danach aus, dass die Verhandler von SPD, Grünen und FDP etwas Grundlegendes im Gesundheits- und Pflegewesen ändern werden. Dabei versprechen Politikerinnen und Politiker seit Jahren Entlastung für pflegende Angehörige. Ein wenig Entlastung, die könnte auch das Ehepaar Thiele aus Ravensburg dringend gebrauchen. Andrea Neumeier und Alexandra Gondorf über einen Fall, der für viele andere steht. Seit 45 Jahren ist Gabriele Thiele mit ihrem Mann Paul verheiratet. So habe ich ihn kennengelernt, 1974. Handballer, Gitarrespieler, und er hat Donna Donna gesungen und damit hat er mich gepackt. Eine Zeit, an die sie sich gerade gerne erinnert. Von dem Mann von damals ist nicht mehr viel da. Paul Thiele ist schwer dement. 2011 bemerkt sie, wie er sich verändert. Bald weiß er nicht mehr, was Spätzle und Maultaschen sind. Und erkennt seine Frau nicht mehr. Seit 14 Monaten pflegt sie nun ihren Mann alleine, rund um die Uhr. Obwohl sie selbst schwer gehbehindert ist. Ob ich zu Physio gehe, ob ich zum Arzt gehe, ob ich zur Mammographie gehe, ich muss ihn mitschleppen. Zum Zahnarzt, zum Friseur, überall hin. Und man liegt nicht entspannt beim Physiotherapeuten in der Sauna, im Fango dann, wenn er daneben auf dem Stuhl sitzen muss, dann denkst du, muss er jetzt aufs Klo oder steht er auf oder läuft er weg? Dabei beteuern Politiker seit Jahren: Wir wollen diese Pflegebedürftigen und ihre Familien nicht alleine lassen. Und wenn Angehörige in der Lage sind, ihre Eltern und Großeltern zu pflegen, dann finde ich, sollten wir ihnen besonders helfen. Als ehemaliger Handballer spielt Paul Thiele heute noch gerne mit dem Ball oder hilft seiner Frau beim Kochen. Trotzdem braucht Gabriele Thiele dringend Hilfe. 1 bis 2 Tage pro Woche in einer Tagespflegeeinrichtung würden sie schon sehr entlasten. Doch die 3 Einrichtungen im Umkreis haben Paul Thiele abgelehnt. Haben aber dann gemeint, letztendlich ist er, der braucht Einzelbetreuung, er ist zu schwierig und stört halt die anderen, wenn die machen ja Programm, also jetzt lesen wir aus der Zeitung vor, dann läuft er rum und das stört die anderen wieder oder so. Also ich verstehe die natürlich schon, aber warum gibt's halt keine Einrichtung für die, die schwerer dran sind. Seit Juli ist die Tagespflege für Paul Thiele genehmigt. Weil er dort aber keinen Platz bekommt, hat Gabriele Thiele einen mobilen Pflegedienst gefunden. Nur, aus dem Topf für die Tagespflegeeinrichtungen dürfen solche mobilen Pflegedienste nicht einfach so bezahlt werden. In diesen letzten 14 Monaten hat die Pflegekasse auf meinem Rücken praktisch 28.000 Euro gespart. Und ich halt's aus. Und ich lauf gegen Wände. 71% der Pflegebedürftigen in Deutschland werden zu Hause gepflegt. Nur 24% wohnen in Heimen. Überall fehlt Pfleger und Pflegerinnen. Menschen wie Gabriele Thiele entlasten das System. Genau deshalb muss unser Ziel sein, mehr Pflege daheim und weniger im Heim. Doch das System steht finanziell vor dem Kollaps. Immer mehr Pflegebedürftige, zu wenig Einzahler. Anfang September meldeten die Pflegekassen ein Milliardenloch. Der Bund springt ein, um Zahlungsunfähigkeit zu verhindern. Thomas Scherer vom Sozialverband VDK ist enttäuscht über das, was im aktuellen Sondierungspapier der möglichen Ampelkoalition zum Thema Pflege steht. Der Verband fordert eine Pflegereform. Eine Pflegevollversicherung ohne zusätzliche Kosten für die Angehörigen, mehr Plätze in der Tagespflege, mehr Geld für pflegende Angehörige. Und? Unsere Forderung lautet, die Politik sollte einen Tag mal an der Seite von pflegenden Angehörigen sein, um zu wissen, was eben diese Frau täglich an ihrem Mann leistet und für ihren Mann. Warum kann Frau Thiele das genehmigte Geld statt für die Tagespflege nicht für eine mobile Pflege einsetzen? Sie fühlt sich im Stich gelassen und schreibt in ihrer Verzweiflung viele E-Mails an Abgeordnete, Beratungsstellen und Ministerien in Land und Bund. Sie bittet um Hilfe, beschreibt ihre Not, unter anderem während einer Corona-Quarantäne alleine zu Hause mit ihrem dementen Mann. Eingesperrt mit einem Menschen, der nicht spricht und nicht versteht, warum er nicht mehr täglich seinen Spaziergang machen darf. Meine Nerven lagen blank und ich saß abends heulend auf dem Sofa.
Sie bekommt teils nette Worte zurück, aber keine Lösung für ihr Problem. Das Sozialministerium schreibt uns, ein Zuschuss zum mobilen Pflegedienst sei grundsätzlich möglich und... Das Pflegeversicherungsrecht ermöglicht es übrigens auch, im Wege einer Einzelfallentscheidung eine Einzelpflegekraft zu beauftragen. Das müsste die Pflegekasse des Pflegebedürftigen entscheiden. Genau das hat Gabriele Thiele getan und von ihrer Pflegekasse eine Absage erhalten. Ohne Zusage oder ohne einen Platz in einer Tagespflege muss sie ihren Mann wieder ins Heim geben. Dort war Paul Thiele schon einmal. Nachdem er völlig abgemagert war und ständig stürzte, untersuchte ihn sein ehemaliger Hausarzt und fand eine Verletzung an der Ferse. Sogar der Knochen war zu sehen. Danach nahm Gabriele Thiele ihren Mann wieder mit nach Hause. Doch wie lange schafft sie das noch? Das tut weh. Man will es nicht. Oder wir sind ja die Generation, wir haben noch bis dass der Tod uns scheidet. Und wir hatten 45 gute Jahre, wirklich gute Jahre. Er hat es verdient, dass ich für ihn jetzt kämpfe. Gabriele Thiele hat bei der Pflegekasse einen Widerspruch gegen die abgelehnte Einzelfallentscheidung eingelegt. Das sei nun ihre letzte Chance.